Du kannst ja heute nicht mal dein gutes Gösser trinken, ne? Was? Du kannst ja heute nicht mal dein gutes Gösser trinken, ne? Nee, ich will auch das nicht trinken gerade. Nee, nicht mal Gösser? Nee. Nico hat nämlich zu viel gesoffen. Stimmt gar nicht. Kristall. Ah! Das war so verdient. Boah, tut das weh. Ja, aber ich habe jetzt wirklich überlegt, ob ich in dem Moment zu dem, hey, hast du Gurke? Lüge, Lüge, das gibt eine Rübe. Das heißt, es gibt eine Rüge. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, das Sofa sagt immer weiter ein, je länger wir das benutzen. Heute mit Coolman. Guck mal. Und dem nicht ganz so coolen. Doch, guck mal. Was? Ich bin jetzt cool, jetzt bin ich cooler als du. Boah, shit. Hast du es jetzt? Ja. So, fangen wir mal an. Yo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Blockbuster-Video auf diesem Kanal. Boom! Ja, eigentlich ist bloß ein Infovideo. Also. In 4 Wochen geht die Messe wieder los, die Pult und Sound, also das Event, worauf wir uns immer am meisten freuen. Und mit am Start bin ich mit Stage 223 zusammen, werde für den wieder ein bisschen was machen und ich habe Tante Erika bei. Hallo. Was wird deine Aufgabe sein bei mir? Oder von Messe? Eigentlich nur dein Sklave. Ja. In jeglicher Art und Weise. Voll toll. Nein, also ich habe einen fachkundigen Kameramann, das ist sehr, sehr angenehm und vor allem auch jemand, der mal Videos schneiden kann, ohne dass man kontrollieren muss, das ist wundertoll. Und somit könnte es sein, dass die Chant-Videos auch dieses Jahr wieder ein bisschen mehr werden. Letztes Jahr hatten wir ja pro Tag so ungefähr nur ein Chant-Video. Es kann sein, dass es dieses Jahr vielleicht wieder ein bisschen mehr wird. Jo, hi. Hallo Jan, du bist live auf Sendung. Ja, wunderbar. Das ist ja super. Das freut mich. Doll, ne? Macht ihr gerade einen YouTube-Livestream oder Facebook? Nein. Nö, aber die Kamera läuft und die Leute wissen, also, Jan, Leute, Jan wusste nicht, dass ich ihn jetzt anrufe. Das ist alles komplett random. Ja, nein. Sag doch mal mit den Zuschauern, wann unsere Meetings, unsere Treffen mit Abonnenten sind. Das ist eine gute Frage, Nico. Unser Treffen zum Community-Treffen ist am Freitag, den, ich glaube, 13. Ja, war ja. Der 13. Ja, ist also, richtig. Um 15 Uhr. Und zwar treffen wir uns in der, vor der PAG Stage, da in diesem Forum 0. Können uns da ein bisschen quatschen. Und dann werden wir später noch zusammen noch ein bisschen die PAG-Show anschauen. Jo Leute, wisst ihr Bescheid, der Jan packt aus. Geil. Geil, siehst du jetzt. Genau, und dazu gibt es natürlich auch auf Facebook eine Facebook-Veranstaltung, also bitte alle einmal teilnehmen. Link dazu packt ihr Nico in die Videobeschreibung und dann läuft das auch wieder. Natürlich, er nimmt mir schon die Worte aus dem Mund, das hast du ganz toll gemacht, wir sind ganz stolz auf dich. Nein, wir freuen uns auch schon mega darauf, wir haben auch mit Jan ganz viele lustige Ideen schon gehabt und das wird auf jeden Fall richtig, richtig geil. Es wird, glaube ich, die coolste Messe, die wir zusammen hier hatten, würde ich mal streng behaupten. No pressure. Auf jeden Fall. Doch, ne? Auf jeden no Fall. Pressure. Ja, ja. No pressure. Ja. Danke ja. Für die wundervolle Rede. Jetzt wisst ihr Bescheid, was da so abgehen wird. Ja. Kommt zum Treffen, das wird wieder sehr lustig. Wir werden wieder sehr coole Aufnahmen machen. Natürlich müsst ihr damit rechnen, dass wenn ihr bei den Treffen dabei seid, werdet ihr auch ein Video veröffentlicht. Das sage ich jetzt mal lieber gleich. Also der da hingeht, muss auch damit rechnen, dass er veröffentlicht wird. Das sage ich einfach nur vorher an. Ich werde auf jeden Fall die ganze Zeit mit der Kamera rumlaufen. Währenddessen alle von euch Nico anspringen werden. Aber also, das war heute, glaube ich, das unstrukturierteste, bekloppte Infovideo, was wir hier gemacht haben. Aber, mal ganz kurz, ich weiß nicht, wie lange das Video noch geht. Alle Infos zum Treffen, es gibt nämlich 2 Treffen, findet ihr in der Videobeschreibung. Das wird sehr, sehr geil. Ihr dürft auch selber mit der Kamera rumrennen und irgendwelche Dinge tun und uns anquatschen und Scheiße machen und was ihr wollt. Ihr könnt mir auch Technikfragen stellen, solange es nichts mit Licht zu tun hat. Ja, bei mir eigentlich ähnlich, ne? Ja. Für Licht ist Jan und so da. Das sind Licht. So ein bisschen Licht kriege ich. Ja, so ein bisschen kriegen wir auch. Wir können Lampen empfehlen, das genau. Schon. Also aber wir können auch sagen, was für Lampen. Aber ich kenne mich auch mit den ganzen kleinen, also so mit den Lampen in diesem Minderwert, nein, in dem niedrigen Segment, in dem sich Jan bewegt, also kann ich leider nicht. Irgendwie. Licht kennen wir uns halt nur im Pro-Markt aus, kann man sagen. Genau. Achso, genau. Jetzt habe ich vergessen. Was wollte ich sagen? Ja, weiß ich nicht. Nee. Achso, genau. Mir fällt noch was ein und zwar, wie jedes Jahr, ihr dürft euch wünschen, bei welchen Ständen wir vorbeigucken sollen. Dabei sage ich auch wieder gleich, wir können nicht jeden Wunsch berücksichtigen. Manche Firmen, da ist es nicht sinnvoll, sowas. Lass doch so einen Instagram-Poll machen. Okay, pass auf. Ich kenne es, dass man vorher sich irgendwelche Aufgaben oder irgendwelche Dinge sagt, die man vielleicht machen will, dann macht man sie doch nicht. Wir versuchen es trotzdem zu machen. Okay, wir wollen wenigstens einmal pro Tag so einen Stand fotografieren. Oder einfach nur einen Text. Ja, einfach nur einen Text und dann auswählen, auf welchen Stand wir hingehen sollen. So,
Aber ihr dürft in die Kommentare unten reinschreiben, zu welchen Firmen wir gehen sollen. Natürlich, wenn wir Tonfirmen bevorzugen, weil es einfach unser Fachgebiet ist und wir da einfach mehr drüber reden können. Und Licht wird wahrscheinlich eher so der Jan übernehmen, außer halt so RCF und solche Geschichten, halt die typischen Gauner, sag ich mal. Also, schreibt hin, wo wir hingehen sollen. Technica, keine Ahnung, was ihr da halt sehen wollt. Es gibt ja so, also so Firmen, wo wir auf jeden Fall hingehen werden, ist Void, Voice Akustik, LNT, das ist das, da gehen wir sowieso hin. Aber alles weitere könnt ihr entscheiden und unten reinschreiben. Aber jetzt war's das auf jeden Fall. Wir machen schon wieder viel zu viel Video. Ist doch egal. Für so eine. Weißt du, wir haben so drei Daten gesagt, haben bestimmt 20 Minuten Video, keine Ahnung. Ja. Ja. Mach's gut. Jetzt bitte ordentlich Tschüss sagen, wie du es gelernt hast. Wie lange sind wir denn eigentlich da an jedem Tag? Das wäre vielleicht noch eine wichtige Info. Na, 10 bis 18:30. 10 bis 18:30, Leute. Manchmal auch bis 30. Das ist ja guter Arbeitstag. Die halbe Stunde Pause wird dabei eingebaut. Ja, wenn wir an einer Party sind, natürlich länger, aber in reine Messezeit sind wir eigentlich Fulltime. Staying alive, staying alive. Kannst du bitte synchron machen? You're gonna be a tough act to follow. And you better believe it. Just take a bite and see that.